Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute soll es mal darum gehen, dass angeblich seine Ideen klaut und dass er sich keine Mühe mit seinen Videos gibt, Leute. Wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten an. Wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass Abke seine Ideen klauen würde? Ja, Leute, ganz einfach. Abke hat ja sowas gemacht. Ich suche unter 300 Schneemännern Leute. Also in dem Fall waren es, glaube ich, Ripex und Zwiebackgesicht, die er gesucht hat. Aber diese Idee kommt ursprünglich aus dem Fortnite-Raum von dem YouTuber Trimax. Der hat nämlich ein Video gemacht, noch ein paar Tage davor. Ich glaube, das hat sogar abgesehen. Daher hat er nämlich diese Idee, dass er hat diese Idee einfach kopiert. Und zwar ist ja in Fortnite dieses Schneeball-Dings rausgekommen, also dieser Schneemann. So, dann hat sich Trimax gedacht, ja, machen wir mal sowas, wir suchen unter, keine Ahnung, 300 Schneemännern, welche davon sind meine Kumpels, hat er denn halt gemacht, gut, ist das Video online, es war seine Idee und Abke hat ihn nicht mal davor gefragt, hat einfach die Idee genommen und es in sein Format gemacht, auch nicht schlecht, Leute. So, das ist jetzt erstmal der erste Anreiz. Ich weiß, ich bin immer etwas kurz mit sowas, aber ich finde, das reicht auch vollkommen, um euch das zu erklären. Das zweite ist, Leute, Abke hat ja neulich, ich glaube letzten Dienstag, ein Live-Event gemacht, wo er Sachen auf CityBit 2 verschenkt hat. So, zu diesem Zeitpunkt hat natürlich Abke auch aufgenommen. Eine Stunde später kam ein Video von ihm heraus, wo Abke dieses Live-Event gemacht hat. Eine Stunde später. Das heißt, da kann nicht viel besonders viel Schnitt, viel Produktion, Aufwand dahinter stecken. Das lässt für mich die Vermutung zu, dass wirklich fast alle seine Videos uncut sind. Also wirklich fast alle, denke ich mal, sind uncut. Natürlich, es gibt auch Leute, die viel von abgesehen wollen, die wollen auch, dass es mal uncut hochgeladen wird. Aber nach meiner Meinung sollte man sich auch schon ein bisschen mehr Mühe mit YouTube geben, Leute. So, dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.